So, unser Hotel, schon mit Weihnachtsdeko. Hier die Straße, ist richtig was los, ist auch gerade Schulschluss anscheinend. Hier sind schon so die ersten Restaurants da hinten. Da ganz hinten, ne, kann man das sehen, das Schild von Fat Burger. Da gibt es ja, leckere Hamburger, natürlich auch für 2 Euro das Gericht so ungefähr oder Menü. Hier ist noch ein Restaurant, ist noch zu, ist auch noch zu früh. Da gibt es dann, einen Tag der Woche haben die glaube ich auch zu. Da gibt es dann ja, Fisch, alles mögliche, da esse ich gerne immer Bratnudeln. Und dieser Laden mit dem roten Schild, da kaufen wir immer Cola und sowas ein. Das ist, hat immer auf. Die schlafen auch in dem Laden, die wohnen da glaube ich auch. Ja, sind immer super nett. Ah, die da gerade am Kühlschrank zugange ist. Sogar die, die Deutsch spricht. So, gehen wir mal rein ins Hotel. So, Rezeption. Hallo. So, keine Ahnung, wo die mit diesen Golfkarts langfahren wollen. Die Wege hier, da passen die überhaupt nicht rauf. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt von da wegkriegen würde, weil überhaupt kein Weg ist. So, hier ist denn das Restaurant, Frühstück und sowas ist, ja, hier hinter den Pflanzen, alles sehr schön angelegt hier. Hier ist schon das erste Gebäude mit Zimmern. Also das Hotel ist relativ groß, fällt aber gar nicht so auf, weil alles so ein bisschen gut hinter Bäumen und so gut bepflanzt ist. So, hier geht es auf die Treppe hoch zu unserem Zimmer. Ja, da hinten etwas weiter ist in unser Zimmer. Also ganz kurzer Weg. Und hier ist dann schon Pool und Meer. Hier ist schon der Pool. Normal ist hier noch so ein Wasserfall, das ist jetzt abgeschaltet, weil die da oben die Weihnachtsdeko aufbauen. Mm-hmm.
Hallo. Eins von denen da, ein bisschen weiter hinten, ist unser Balkon. Kann man jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig sehen, aber nah dran. Die Poolbar. Take a movie from the hotel. Ja, und das Meer. So, Strandverkäufer. Die kommen aber auch nicht näher als so, sonst kriegen sie hier Ärger von den Securities. Und in spätestens 2 Stunden, 3 Stunden ist hier auch die Flut, dann geht das Wasser bis zur Mauer. Und dann ja, können sie hier eh nicht mehr lang. Und aufdringlich sind die auch nicht, kann man nicht sagen. Ist nicht wie in Ägypten oder so. Da hinten ist das Fischerdorf Mouiné, wo eigentlich der Name hierher kommt. Da sind noch ein paar Fischerboote. Ja, das ist so.